Wir schauen jetzt auf einen Prozess, bei dem es um weit mehr geht als um einen normalen Kriminalfall. Der Mord am Kasseler Regierungspräsident Lübcke vor gut einem Jahr. Der CDU-Politiker war auf der Terrasse seines Hauses erschossen worden. Die Ermittlungen fanden schon bald Spuren in die rechtsextreme Szene. Gut ein Jahr nach der Tat hat heute in Frankfurt der Prozess gegen zwei Männer begonnen, unter starken Sicherheitsvorkehrungen. Stefan E. ist wegen Mordes angeklagt, Markus H. wegen Beihilfe dazu. Schon um 6 Uhr in der Früh lange Schlangen vor dem Oberlandesgericht in Frankfurt. Für Zuschauer und etwa 200 akkreditierte Journalisten gibt es wegen der Corona-Abstandsregeln nur wenige Plätze. Dem Hauptangeklagten Stefan E. wird unter anderem vorgeworfen, im Juni 2019 den damaligen Regierungspräsidenten von Kassel, Walter Lübcke, erschossen zu haben. Markus H. wirft die Bundesanwaltschaft Beihilfe zum Mord vor. Ausschlaggebend für diese Tat war ein von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit getragenes Tatmotiv. Für das Verfahren vor dem Staatsschutz, bei dem die Familie von Walter Lübcke als Nebenkläger auftritt, sind 30 Verhandlungstage vorgesehen. In Frankfurt beobachtet mein Kollege Sebastian Kisters den Prozess. Herr Kisters, seit gestern Abend 22 Uhr haben Reporter und Zuschauer angestanden, um bei diesem Prozess dabei sein zu können. Wie haben Sie den mutmaßlichen Täter, aber auch die Familie des Opfers in den ersten Stunden heute erlebt? Ja, sie sitzen sich seit 10.13 Uhr genau gegenüber. Auf der einen Seite Stefan E. und Markus H., die beiden Angeklagten. Auf der anderen Seite eben die Witwe und die beiden Söhne des ermordeten Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Und die Familie hat ja gesagt, wir wollen dabei sein, auch wenn es schwer ist. Denn zum einen wollen wir ein Zeichen gegen Rassismus setzen, indem wir hier dabei sind. Und auf der anderen Seite möchten wir auch, dass wir den Tätern, das ist ja hier herauszufinden, dass wir ihnen in die Augen schauen können. Und als Stefan E., der Hauptangeklagte, dann eben um 10.13 Uhr den Saal betrat, da senkte er seinen Blick zum Boden. Und das hat sich in den vergangenen 2 Stunden eigentlich nicht geändert. Immer mal wieder ganz kurze Gespräche mit seinen beiden Verteidigern, alle mit Plexiglas voneinander getrennt, Corona-Schutz, ansonsten aber sein Blick am Boden. Stefan E. hat ja sein erstes Geständnis widerrufen. Warum ist die Anklage dennoch sicher, dass er der Täter ist? Also zum einen gibt es dieses erste offensichtlich recht ausführliche Geständnis auf Video. Es sind hier im Gerichtssaal bereits Fernseher aufgebaut und ein Beamer steht zur Verfügung, um möglicherweise schon heute sich dieses Geständnis noch einmal vorzunehmen. Und dann wird Stefan E. sich dazu äußern müssen, entweder heute oder in den kommenden Verhandlungstagen, weshalb er damals mutmaßlich etwas anderes, möglicherweise etwas Falsches ausgesagt hat. Also, das hat man auf Video und dann ist es eben so, dass auf der Tatwaffe seine DNA-Spuren gefunden wurden und nicht nur das, sondern auch auf Kleidungsstücken des Opfers. Also, bis Ende Oktober will man hier beweisen, dass Stefan E. der Todesschütze war. Was wissen Sie eigentlich über den mutmaßlichen Täter? Was ist über Stefan E. bekannt? Also er hat eine lange rechtsextremistische Karriere hinter sich, wenn man das so sagen mag. Bereits 1989, da war er noch ein Jugendlicher, soll er Benzin verschüttet haben in einem Haus, in dem sehr viel türkischstämmige Menschen wohnten. Es gab dann später Rohrbombenattentate und ich glaube 2009 war es, da hat er mit mehreren Neonazis eine DGB-Veranstaltung angegriffen. Also er wurde immer wieder auffällig durch rechtsextremistische Straftaten. Und hier in diesem Prozess geht es auch darum, dass er es möglicherweise war, der einem jungen Iraker von einem Fahrrad aus ein Messer in den Rücken gestoßen hat. Das Ganze Monate vor der späteren Tat in der Nähe von Kassel, als der Regierungspräsident ermordet wurde. Das steht ja auch im Zusammenhang mit der Kritik am hessischen Verfassungsschutz. Der steht eben in der Kritik, man habe Stefan E. und seinen mutmaßlichen Helfer Markus H. nicht ausreichend auf dem Schirm gehabt. Wird es denn auch darum in diesem Prozess gehen? Möglicherweise am Rande. In erster Linie geht es aber in diesem Prozess darum, nachzuweisen, wer Walter Lübcke ermordet hat.
Mögliche Hintergründe werden dann in einem Untersuchungsausschuss in Wiesbaden, in einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss, beleuchtet. Welche Rolle spielt eigentlich dieser Markus H., dem die Anklage ja Beihilfe zum Mord vorwirft? Also zum einen hat er wohl gemeinsam mit Stefan E. Schießtrainings absolviert, 2 Jahre lang. Zum anderen soll er die Mordwaffe besorgt haben. Und dann gibt es eben jetzt diese zweite Aussage, wo Stefan E., nachdem er sein erstes Geständnis widerrufen hat, wo er sagt, es war Markus H., der die Waffe in der Hand hatte, als sie dem Regierungspräsidenten eine Abreibung verpassen wollten. Er habe die Waffe in der Hand gehabt und dann habe sich jener Schuss gelöst. Mhm. All das hier bis Ende Oktober zu klären. Die beiden Männer sind angeklagt. Sind damit eigentlich alle mutmaßlichen Beteiligten an dem Mord bekannt oder gibt es da noch weitere Ermittlungen? Das sind dann wohl Dinge, die eher im Untersuchungsausschuss in Wiesbaden betrachtet werden als hier am Gericht. Sebastian Kisters, vielen Dank für diese Informationen.